Und mit Blick auf unseren wunderschönen Fuhrpark heiße ich euch willkommen zurück zu Mafia 1 im Freifahrt-Extremmodus. Ist das nicht hübsch? Wir haben hier unseren Vorderantrieb. Ach, ich muss euch doch nicht alles zeigen, ihr habt doch alles gesehen. Wunderschön. Und unser Fuhrpark wird heute wieder um... Was ist mit dem Schatten? Okay. Unser Fuhrpark wird heute wieder um 2 weitere Wagen wachsen. Ich habe hier schon mal einen Wagen vorbereitet, damit wir da nicht extra suchen müssen. Und zwar habe ich mir auch schon überlegt, warte, ich mache das ein bisschen leiser hier auf dem Ohr, damit ich nicht so brüllen muss. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir die Karte von rechts nach links abklappern, was die Mission angeht. Und so weiß ich selber, welche Mission wir schon gemacht haben und welche nicht. Es gibt 2 Missionen, die... Die möchte ich mir bis zum Schluss aufheben, weil die mit neueren Rechnern etwas schwieriger sind. Was war denn das? Was? Warte, Moment. Was? Der lebt ja wieder. Hä? Boah. Was ist mit dem? Sag mal. Der ist... Hä? Diese Leere in seinem Blick. Was ist mit dem los? Kann man den umfahren? Speedy Gonzales. Da ist er nun in der T-Position. Also die Straßenbahn kann ich nicht umfahren. Und wir auch nicht. Das habe ich ja noch nie gehabt. Ja, dann Tee da mal schön rum. Wir fahren jetzt zur nächsten Mission. Das ist ja merkwürdig. Woran liegt das, dass da jetzt ein Themenmodus da rumsteht? Naja. So, hier ganz rechts beim Eingang Richtung Oak Hill, im nördlichen Eingang, sollten noch einige Missionen sein. So, vorsichtig. Ich weiß nicht, ob er wieder für die nächste Mission ein Auto gestellt bekommt oder nicht, ne? Deswegen nehme ich hier schön schnelles Auto mit. Speedy Gonzales, ey, steht er da mit der T-Position. So. Ups. Oh, die Tonnen verformen sich sogar, habt ihr gesehen? So, hier muss eine Mission sein. Ja, hier ist eine Mission. Hier. Ich werde zukünftig jetzt auch mal die Karte aufmachen, damit ihr selber seht, wo sich das befindet. Was haben wir denn hier? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine schwere Mission war oder eine einfache. Keine Ahnung, ich lasse mich mal überraschen. Sieht schwer aus. Sieht schwer aus. Hey Dude! Bring diesen Wagen an den zugewiesenen Platz, aber sei vorsichtig. Der Wagen ist mit dem Zylinder beladen und explodiert bei dem kleinen Zusammenstoß. Was? So, dann fahren wir über die Hauptstraße, würde ich sagen. Oh, ist der Truck wieder laut, ey. So, also wir dürfen keinen Unfall bauen. Und haben nur begrenzt Zeit. So, wir müssen wahrscheinlich nach ganz links da zur Insel, ne? Keinen Unfall bauen, das kann ich. Das ist eins meiner Spezialgebiete. Immerhin ist das hier nicht so kacke wie mit hier fahr nicht schneller als fahr nicht langsamer als 34 mph oder so. Ich habe mal geguckt, wir hätten nicht langsamer als 54 km/h fahren dürfen oder sowas. Aber ich hoffe, ich schreie hier jetzt nicht so rum, ey. So, wir fahren am besten über die Mittelinsel durch den Tunnel. Wow, das war knapp. Na gut. Ich weiß auch nicht, welches Auto wir freigeschaltet bekommen. Warte mal, ich glaube, das war sogar kurzzeitig zu sehen, oder? Da habe ich nicht aufgepasst. Ich war mit Lesen beschäftigt. Aber das sieht aus, als würden wir es hinkriegen. Wenn der Verkehr nicht wieder so komisch mitspielt wie in der ersten Freifahrt-Extrem-Folge, dann sollte das hier kein Problem sein. Ich glaube zeitlich, wenn ich mich hier ranhalte und keine
Warte mal, warte, warte, warte. Wir könnten. Ja, genau. Wir fahren unten lang. Wir fahren über die Brücke unten. Das ist, glaube ich, cleverer, als jetzt da zum Tunnel wieder hochzufahren, also Richtung Norden. Da bewegen wir uns ja vom Fleck weg. So. Wie müssen wir denn am besten? Oh, ich habe. Oh Gott, ich habe hier ein bisschen Angst jetzt hier, ey. So, dann hier rechts. Und dann zur Brücke, wo wir so oft explodiert sind. Ja. So, allgemein finde ich das Layout der Stadt, also wie die Stadt hier aufgebaut ist, echt hübsch. Leider, also lohnt es sich hier nicht so wirklich umzuschauen. Es gibt hier schöne Flecken und so, ne? Aber hier sind halt nirgendwo so Sachen versteckt. Gut, jetzt ein Freifahrt extrem, kann man hier ein paar Sachen finden, ne? Aber generell ist hier alles nur fürs optische Auge. Nicht wie in GTA jetzt zum Beispiel, wo hier irgendwelche Päckchen versteckt sind oder so. So, ich fahre am besten dann oben. Ja. Oh, die Zeit ist knapp, sehe ich gerade. Wie viele Minuten sind das? Zwei, die wir noch haben? Aber hey, wir sind schon mal so weit gekommen, ohne Schaden zu nehmen, ne? Okay, Gott sei Dank ist der eine da mit eingebogen, sonst hätten wir ein Problem. Nur noch eine Minute! Das schaffen wir nicht. Ach du Scheiße, wie schnell sollen wir denn da sein? Ich bin doch schnell gefahren, oder nicht? Okay, ich hatte gerade echt Schiss. Der explodiert also nicht bei jeder kleinsten Berührung, sondern da muss der Zusammenstoß schon heftiger sein. Ja, wie soll man das denn jetzt schaffen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt mal Vollgas geben, so, no risk, no fun. Wenn ich das jetzt verhaue, weil das eine längere Mission ist, dann nehme ich direkt die Mission rein, die dann. Ah! Okay. Dann nehme ich die Mission rein, die sofort klappt. Also der Versuch rein, der sofort klappt. Also dann bis später. Also, da müssen wir hin. Gut, ich probiere es dann nochmal. Mit etwas mehr Gas, mit etwas mehr Tempo. Ich meine, ich bin ja zum Teil schon sehr vorsichtig und langsam gefahren. Hier ist noch eine Mission. Das ist auch eine ganz interessante Mission. So, ich versuche jetzt hier mehr Gas zu geben und weniger auf Vorsicht zu fahren. So, das ist aber der kürzeste Weg. So. Wir könnten halt versuchen, durch den Tunnel zu fahren. Aber ich glaube nicht, dass das schneller ist, als wenn wir da unten lang fahren. Ich probiere jetzt nochmal da unten lang zu fahren. Ansonsten mache ich einfach just for fun mal den Tunnel. Man weiß ja nie, ne? So, aber wirklich schnell ist die Karre hier nicht, also. Boah, war das knapp. Ich konnte die Kurve nicht so nehmen, wie ich wollte, weil da halt diese Autos standen. So. Ich wollte ihn eigentlich weghupen und dann da einbiegen, aber weil ich gehupt habe, habe ich irgendwie verpasst einzubiegen. Das war ganz komisch. So. Jetzt gehen wir hier Vollgas. Da hinten bauen sich die Häuser auf. Okay. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es besser. Also zeitlich ist das echt knapp bemessen. Aber ich muss sagen, das hier ist trotzdem angenehmer als das andere da mit diesem, man darf nicht unter 50 fahren. Weil hier dürfen wir nur keine Autos crashen. Und bei der Mission, dass man nicht unter 50 fahren darf, dürfen wir so oder so keine Autos crashen. Also, so gesehen ist das hier wesentlich angenehmer. Okay, dann fahren wir wieder da lang. Ja, oben durch den Tunnel ist es auf jeden Fall länger. Also das ist schon ganz gut, dass wir hier unten lang fahren. So, schön auf die Minimap achten. Weil da sehen wir natürlich, ob da hinter Ecken irgendwelche Autos sind. So, jetzt zieh durch da. Zieh durch, mein Junge. Das packst du. Das packst du. So, über diese Brücke, die zum Glück unten bleibt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemals hochgeht in freie Fahrt extrem.
So, dann hier hinten direkt nach rechts, gell? Ja, alles andere wäre zu lang. Ja, wir müssen hier direkt nach rechts. Und die Zeit ist genauso knapp wie vorher. Aber schneller kann ich nicht. Wie soll man denn noch schneller fahren? Ich könnte bitte Pfeiltasten lenken, damit wir nicht so viel Geschwindigkeit in den Kurven verlieren. Weil Pfeiltasten halt analog ist und nicht so digital wie BSD, habe ich aber schon mal gesagt. Jetzt haben wir wieder nur noch eine Minute. Ja. Scheiße. Ich gebe Vollgas, ich kann versuchen, vielleicht reicht das zeitlich gerade so. Schwierig. Das ist schwierig. So, da kommt kein Auto entgegen. Okay, eine halbe Minute noch. Wir könnten es schaffen. Boah, das wird echt knapp, ey. Also schneller fahren könnte ich nicht. Ich wüsste nicht wie. Vor allen Dingen, wenn der Verkehr hier so scheiße fährt. Nein, wir haben jetzt voll viel Zeit verloren. Nein. Oh nein, das wird nichts. Weil der Verkehr so ungünstig war, musste ich so krass abbremsen. Oder? Oh mein Gott, auf der letzten Sekunde! Auf der letzten Sekunde! Oh Gott, ey. So, ich lasse ihn hier so stehen. Ich lade das ja dann wieder neu. Und dann packe ich ihn ja ordentlich ein. Das ist also das Auto, was wir jetzt freigeschaltet haben. Ja, das sieht aus wie der Masseur Taxi. Und das ist nur der Masseur. Ah ja, nice Karre. Gucken wir mal, was die hier drauf hat. Ob die etwas langsamere schneller ist als die Taxi-Version. Boah, der geht so schön. Warte mal. Wo geht's denn da lang? Geht's. Oh, hä? Wo geht's denn hier lang? Cool, hier war ich noch nie. Hä? Hä? Oh, wie cool. Warum ich hier diese Frame-Einbrüche habe, weiß ich immer noch nicht. Aber egal. Ich gebe mal hier einfach Vollgas. Mal gucken, was passiert. Ein Unfall. Boah, wie unvorhersehbar. Ja, das war also der Masseur. Gut, dann packe ich den nach Hause ein. Also ich bringe den nach Hause und dann sehen wir uns da. Ja, das ist eine Idee, ne? Also dann bis gleich. Ja, und damit hat ein weiteres Auto den Weg unbeschadet und ohne Kratzer in unseren Fuhrpark überstanden, geschafft. Naja, das ist jetzt der Masseur, das ist der Masseur Taxi. Es gibt da kleine Unterschiede, optische. Ich weiß nicht, ob die auch Unterschiede in der Leistung haben, das weiß ich nicht. Ich muss sagen, mir gefällt das Taxi besser. Aber das ist reine Geschmackssache. Jetzt habe ich auch, oh Mist, jetzt habe ich vergessen, uns ein Auto zu organisieren. Oh, guck mal, da steht doch direkt eins. Dann nehmen wir das. Und fahren dann zum. Ja, genau. Und fahren dann zum nächsten Punkt. So, huh. Zum nächsten Punkt mit dem nächsten Typen. Oh, ist die Sonne hell. Also, ich mag den Himmel in Mafia, ne? So, der nächste Punkt. Wir wissen, wo der ist. Wir waren da schon mal. Das ist direkt in der Nähe, wo die Mission mit dem Truck war, die wir jetzt eben gemacht haben. So, wie kamen wir da am besten hin? Irgendwie hier so, es wird schon passen. So. Oh, hier wohnte doch Sergio, oder nicht? Wo wir dann die Frau aus Versehen umgebracht haben. Der vom Blinken hält ja auch nicht viel, ne? So. Die Tankstelle wird wichtig. Die wird sehr wichtig. Ihr seht auch gleich warum. Ich glaube, das war die Mission. Die wird nochmal lange dauern. Ich versuche in der Regel zwei Missionen pro Folge reinzupacken. Es wird wahrscheinlich nicht immer klappen. Aber ich versuche es immerhin. Das wird jetzt auch eine sehr lange Mission. So. Wow. Boah, ist das Auto langsam. Ich bin jetzt das Masseurauto gewohnt, den Masseurwagen.
Ja, hier war jetzt die Mission mit dem Truck. Das steht da jetzt und hat nichts mehr zu tun. Und hier ist die nächste Mission. Das stelle ich uns mal direkt hier hin. So, wunderschön eingeparkt. Lalalala. Hey, du Typi. Geile Karre. Hier befindet er sich. Was hast du denn für uns? Bring diesen Wagen an den zugewiesenen Platz. Okay, ja. Klingt ja einfach, ne? So. Wie kommen wir da am besten hin? Der Wagen hat nämlich einen Haken. Ich glaube, das war der Haken hier. Der Tank geht. Oh ja. Seht ihr das, der Tank? Der geht verdammt schnell leer. Und somit müssen wir uns von Tankstelle zu Tankstelle quälen. Und ja, bis wir halt am Ziel ankommen. Ich versuche hier viel zu rollen. Aber bis zur Tankstelle da vorne sollten wir kommen. Gebe ich mal ein bisschen Gas. Das sollte noch einfach sein. Es kann aber sein, dass ich ziemlich bald, guck mal, ziemlich bald anfange, sehr langsam zu fahren und viel, viel zu rollen, dass sich das etwas hinziehen wird. So, dann tanken wir mal. Hallo. Rechtsklick. Rechtsklick und auftanken. Guten Tag, was darf sein? Voll tanken, bitte. Ist ein kleiner Spritschlucker, der Wagen hier. Das ist die Tür. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass da der Tankdeckel ist, aber gut. Man lernt ja nie aus bei den alten Autos, ne? Ich hätte eher gedacht, der ist da irgendwo vorne. Aber gut. Der Tankmeister wird sich auskennen. Ist voll getankt. Sehr gut, danke. Danke, Tankmeister. So, wo müssen wir, wo sind die nächste Tanke? Wo ist die nächste Tanke? Ich überlege gerade. Fahren wir dann oben über die Brücke oder unten lang? Oben über die Brücke. Ja. So, schön wenig Gas geben. Immer so häppchenweise. Aber oben. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, dass wir jetzt oben lang fahren. Ja, ist der richtige Weg. Hoffe ich. Gut. Oh Mann. Wir haben schon voll viel Tank verbraucht jetzt schon wieder. Wenn ich die Mission verkacke, weil das wiederum eine lange Mission ist, dann zeige ich natürlich nur wieder den Versuch, der. Ich lenke mal mit den Pfeiltasten, da verliere ich ein bisschen viel Geschwindigkeit. Ah, ne, komm, ich mach doch die WASD-Tasten so. Was habe ich gesagt? Weil das eine recht lange Mission ist, werde ich dann halt nur den Versuch einnehmen, der dann wieder klappt, ne? Weil hier muss ich dann nicht drei Fails zeigen. Ich glaube, da ist mit niemandem mitgeholfen. Aber immer schön so ein bisschen. Die Geschwindigkeit aber auch nie komplett runtergehen lassen. Sonst dauert das, also sonst braucht das zu viel Sprit, um wieder auf die Geschwindigkeit zu kommen. So, ab hier können wir rollen. Und dann müssen wir gucken, wie wir am besten zur Tanke kommen. Dann müssen wir ja hier gleich rechts einbiegen. Okay. Am besten ohne Unfall. So, ich bremse hier ein bisschen ab. Ah, ich hoffe, wir schaffen es noch. Wir sind gleich da. Oh. Ich
bin irgendwie auch anders gefahren, als ich sonst fahre. Ach, hier ist sie direkt. Oh, Gott sei Dank. Geht zur Pumpung, ne? Muss ich jetzt andersrum reinfahren? Oh nein, bitte nicht. Scheiße, wir müssen drehen. Fuck. Ich kann mich nicht bewegen. Geh zur Pumpe. Ich kann nicht mal aussteigen. Ich kann nicht. Och, nö. Ah. Ja, was mache ich denn jetzt? Guck mal, du kannst doch da. Kannst mir helfen. Gut, dann machen wir die Mission nochmal neu. Kann ich die Mission denn neu starten? Hier? Ja. Gut. Wenn der Versuch jetzt hier klappt, dann nehme ich den mit rein. Und wenn er nicht klappt, dann sehen wir uns gleich wieder. Ne, also dann bis gleich. Oder auch nicht, je nachdem. Gut. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt direkt durchkommen. Die erste Tankstelle ist nicht so schwer. Der Weg an sich war soweit auch ganz okay. So, einmal Gas geben, damit wir etwas schneller, sind. Wow, hä? Hör auf zu ruckeln. So, ich versuche immer auf diese Geschwindigkeit hier zu bleiben. Damit wir auch viel Zeit zum Ausrollen haben. Okay, so, da haben wir die erste Tanke. Namens gut. Gute, dann tank mal auf hier. Ja, wissen wir jetzt Bescheid, ne? Was ein Kack, ey. Sind wir da einfach falsch rum in die Tanke gefahren und das war's dann. Danke, der Herr. Ist vollgetankt. Vielen Dank. Sehr gut, danke. Sie sind ein Schatz. So, dann fahren wir wieder über die Brücke oben rum. Hier gebe ich mal Gas. Muss natürlich auch hochkommen. So. Ich glaube, ab hier versuche ich trotzdem jetzt mal mit den Pfeiltasten. Weil ich wirklich das Gefühl habe, hierdurch verbrauchen wir weniger Sprit, weil wir weniger Geschwindigkeit verlieren. So. Du bringst uns noch um. Ja, wenn du nicht aufpasst, bringe ich dich wirklich um. So, wie fahren wir jetzt? Okay. Hier können wir ein bisschen rollen, also lohnt sich nicht, hier das Gas zu geben. Ja, wobei ein bisschen sollten wir schon. Wir dürfen nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren. So, hier können wir rollen. Sind wir hier richtig? Ja. Werden wir langsamer? Ja, ein bisschen. So, ich werde dir ein bisschen Gas geben, damit wir dann die Brücke hochkommen. So. Das ist eine sehr entspannte Mission. Kein Zeitdruck. Nichts etwas, was explodieren könnte, sondern einfach nur rollen. Ganz entspannt von Tanke zu Tanke hoppen. Ist doch angenehm sowas. So. Wir tanken dann da unten auf. Fahren dann zur Brücke und tanken dann da hinten wieder auf. Ich
glaube, ich kenne den Weg noch einigermaßen. Okay. Dann fahren wir wieder hier hinten durch. Wunderbar, wir kommen hier gerade so durch. Okay. Da hinten ist er dann auch schon, die Tanke. Nicht auf verschieden, ich glaube, die machen langsamer. So. Und da müssen wir ja andersrum reinfahren. Boah, das ist ja ätzend, ey. So. Einmal so rum. Reicht das aus, der Herr? Ja, es reicht aus, Gott sei Dank. Oh, wir wurden richtig geswitcht. Gut, dann haben wir die zweite Tanke auch erreicht. Und damit sind wir unserem Ziel eine Tanke näher. Danke. Hier hast du ein bisschen Trinkgeld, kannst du haben. Dann wollen wir mal. Ab jetzt wird es schwierig. Ich glaube, je weiter man kommt. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das hat jetzt so viel Sprit gekostet. Ich war halt nicht gewohnt, mit der Pfeiltaste zu lenken. Fuck, ey. Jetzt muss ich besonders viel Sprit sparen. Weil ich kann heute irgendwie nicht reden. Lenken wir noch nach links. Ah, ich hoffe, wir kommen an. Wenn nicht, dann war alles, was ich bisher gemacht habe, umsonst. Du Typi, Mann! Jetzt haben wir Sprit verbraucht wegen dir. Der hat uns voll ausgebremst. So, vorsichtig. Oh, muss der jetzt da entgegenkommen? Okay. So, wie du fährst, ist los, du Affe. Jetzt müssen wir hier einmal komplett Gas geben. Weil hier Geschwindigkeit haben. So. Bis zur nächsten Tanke sollten wir eigentlich kommen. So, und dann fahren wir. Dann müssen wir durchziehen. Dann kommt keine Tankstelle mehr. Fuck, wie fahren wir denn da am besten? Aber da ist so Tanke, müssen wir einmal drehen und dann da oben rum, ne? Untenrum wird so viel Sprit verbrauchen. Ja. Oder, nee, wir könnten untenrum. Wir fahren untenrum. Ich glaube, das ist besser. So, einmal nochmal Gas geben hier. Komm schon, wir sind gleich da bei der Tanke. Boah, ärgert mich, dass wir da die Laterne geküsst haben, ey. Das ist etwas, das hätte nicht sein müssen. Okay. Dann sind wir hier auch schon mal angekommen. Dann drehen wir gleich und fahren dann oben rum zurück. So, guten Tag, der Herr. Könnten Sie mein Auto bitte reparieren? Ich finde das schön, wie alle Tankangestellten gleich aussehen. So, kann ich jetzt weiter? Ich hab's eilig. Ein Auto wartet auf mich, freigeschaltet zu werden. So. Okay. Ja, da fahren wir oben lang. Ich glaube, oben ist dann doch kürzer als unten. Ja, habe ich mich umentschieden und ich glaube, das war auch die richtige Wahl. Gut, jetzt müssen wir besonders weit fahren. Ich versuche so viel zu rollen, wie es geht. Ja, ich wusste, dass er da gleich einparkt. Der kleine Schlingel. So. Oh Mann. Ich hoffe so sehr, dass wir da ankommen, ne? Wenn nicht, wäre das so ärgerlich einfach. So langsam werde ich auch angespannt.
Weil je weiter man kommt, ne, umso schlimmer ist es ja, wenn man dann verliert. Ich weiß, dass ich ganz oft kurz davor immer keinen Takt mehr hatte. Weil ganz am Ende geht es dann nochmal bergauf. Die Hälfte haben wir noch. Ich werde mir hier auch viel Zeit nehmen, ne? Och nö, was ist denn da los? Muss das denn jetzt sein? Scheiße! Alter, das ist doch nicht euer Ernst! Fuck, ey, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ne? Oh, haltet die Klappe da hinten. Sorry, ey. Was war das denn? Warum müssen die da genau jetzt einen Unfall machen? Ich habe mich nur ein bisschen aufgeregt. Nur ein bisschen. Das hat jetzt wieder so viel Sprit gekostet, dass wir von... Oh, jetzt habe ich mich auch noch verfahren. Das wird nichts. Weil ich mich aufgeregt habe, habe ich mich verfahren, ey. Ja, guck. Hier geht's bergauf. Und nach links geht's dann auch weiterhin bergauf. Mann, ey. Steh die da mitten im Weg rum. Was soll denn das Scheiß? Könnte ich echt kotzen, ne? Aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, easy. So, ich stelle das hier so ab. Oh, Gott. Jetzt hier gerne noch ordentlich hingestellt. Ich das noch hin? Nee, er muss da so stehen bleiben. Schade. Wobei, das geht so, wenn er hier so steht. Ne? Ja, sieht ganz ordentlich aus. Da, das ist also unsere Belohnung. Da fahren wir damit mal und gucken, was Speedy Allrad drauf hat. Auch ein Taxi? Boah, Alter, diese Rauchwolken. Also das muss jetzt sein. Okay. Ja, viel Gas können wir hier nicht geben irgendwie. Aber der fährt sich ordentlich. Das ist eine ordentliche Karre. So, ich warte noch auf eine gute Strecke. Hier ist eine gute Strecke. Und dann lassen wir den crashen wie immer. Ne? Ja, sonst blöd, wenn ich langweilig. Also. Ui. Ja. Nee. Ja, das war dann unser Ausflug mit dem Speedy. Das Schadensmodell kann sich für sein Alter schon ein bisschen sehen lassen. Ne? Ja gut, da ist es ein bisschen so, aber das ist okay. Die Verformungen sind schön. Und hier ist direkt ein Typi. Da muss ich auch sagen, das wird... Wie sieht der eigentlich aus? Boah, ja. Das hier ist eine Mission, die mache ich ganz zum Schluss. Weil die hat nämlich einen kleinen Haken mit den modernen Rechnern. Aber mehr dazu zur jeweiligen Folge. Ja, mit dem wunderschönen Bild und dem wunderschönen Wagen verlasse ich mich dann für diese Folge. Verabschiede ich mich. Ich bin heute echt durch. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mal gucken, was wir dann da schaffen, ne? Ja, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.